Thomas Sorbach, ihr sammelt heute mit dem Supertag Spenden für ein Kinderheim in Ecuador. Wie ist die Idee entstanden? Ja, ich als, als kleines Kind eigentlich im Alter von vier Jahren, in der vierten Klasse angefangen, selber Bilder zu zeichnen, weil ich keine zeichnen konnte. Und habe die vor Ostern von Haus zu Haus gegangen und die verkauft. Und der ist eigentlich die Klassenlehrerin. Dazu kommen, die ganze Klasse zu mobilisieren, für den Supertag vorne vor der Kirche einen Tisch darzustellen, einfach spontan, und dann Karten und Sachen, die die Klasse gemacht hat, zu verkaufen und den Erlös für das Kinderheim zu geben. Und das Jahr darauf haben wir dann gedacht, ja, da hat es nur Suppe. Und die Leute haben dann gefragt, ja, Kaffee oder ein Schluck und sonst etwas. Dann haben gedacht, ja, dort werden Kaffee und so euch machen. Dann werden das nächste Jahr darauf Kaffee gegeben. Und dann ist dann noch die Idee gekommen mit dem Küchen. Dann haben wir die Küche auch noch gemacht. Und dann haben wir das dann auch nicht spät, das war offensichtlich, mit den Pfadfindern zusammen gemacht. Und mit ein bisschen Diskussion mit dem Pfarrerat oder mit der Pfarrei und vor allem auch mit dem Fastenopfer haben wir dann schliesslich die Überzeugung, dass er dann einfach die ganze Einnahme vom Supertag für das Kinderheim in Ecuador im vollen Umfang spenden kann. Was für Kinder sind denn da in diesem Heim und mit was für Problemen haben die zu kämpfen? Es sind hauptsächlich elternlose Kinder oder Kinder von ganz jungen Müttern, die einfach nicht fähig sind, das Kind zu erziehen. Weil in Südamerika ist das halt ein bisschen so, dass sie relativ junge Nachwuchs haben, so deutsch gesagt. Und die können in dem Heim genießen sie natürlich Schutz. Weil nicht immer die Familie ist sehr begeistert, wenn da Nachwuchs kommt oder eben auch ums Kind selber. Das ist vielfach ungewollt und dann wird das ausgesetzt und so. Und für der Gefahr entgegenzusetzen, ist das Kinderheim eigentlich da, für den Schutz zu bieten. Und bis die aufwachsen und volljährig sind, können die da sein. Können eine Schulbildung genießen, was ja sehr wichtig ist für die Zukunft. Können sich handwerkliche Sachen auch eignen, wie eben was Küche anbelangt. Also Kochen, Heimwerken und so solche Sachen können die da lernen. Und durch die Spendengelder wird natürlich das sehr gefördert und kommt schlussendlich allen diesen Kindern zu gut. Das sind jetzt schon rund 35 Jahre, wo ihr für das Kinderheim Geld sammelt. Was habt ihr denn bis jetzt schon bewirken? Recht viel, weil jeder Franken hier ist ja leider nur ein Franken. Und unten ist das im Wert mal 10, mal 20, weil das, wir haben Tiere im Preisland wohnen. Wir haben noch Häuser bauen. Wir haben in die Infrastruktur investieren. Wir haben Schulhäuser gebaut. Also ganz am Anfang war das nur ein Kindergarten und ein Haus. Und mittlerweile sind das mehrere Gebäude, die glücklicherweise von Haufen Spenden, also nicht nur Supertag, sondern auch Haufen Gönner hier im Wallis zustande gekommen ist. Wir haben auch zum Beispiel einen Brunnen graben. Wir haben eigenes Frischwasser, das ist natürlich nicht eine Selbstverständlichkeit in Südamerika. Wir können Lehrpersonal zahlen, das ist sehr wichtig, weil da gibt es auch gut ausgebildete Kinder und die im Erwachsenenleben eigentlich auch dann nachher besser durchs Leben können, gehen, was ja eigentlich der Hauptgrund ist von der ganzen Institution. Und wir haben zum Beispiel so einen kleinen Mastbetrieb, also wir haben Hühner, Schwinken. Und wir können relativ gut einen Teil der laufenden Kosten aber so selber generieren. Oder, ja, so dass das alles zusammen wie ein Kreislauf ist, was so läuft. Und aber wir können anbauen oder umbauen oder zubauen. Das heisst, die Kapazität der Kinder, die hier der Schutz und die Ausbildung genießen, steigt. Das ist natürlich erfreulich. Und was halt nicht erfreulich ist, in solchen Ländern ist
dem Staat ist das eigentlich gleich. Die Kinder wären eigentlich sich selbst überlassen. Und darum sind wir eigentlich sehr angewiesen, dass die Bevölkerung hier einsteht, kräftig unterstützt. Und das machen die. Und da sind wir eigentlich wirklich froh. Und das hat jetzt in diesen 35 Jahren von Tiere zu Tiere Bildchenverkäufe bis jetzt hier Supertalk mit allem drum und dran eigentlich einen rechten Zufluss gebrungen an Attraktivität. Und das ist kann ich sagen, jetzt ein kultureller Anlass, wo die Leute, die Bevölkerung von Fischbund und Umgebung zusammenkommen und sich euch enttäuschen. Und das finde ich super.